Wo sind wir denn jetzt? Neusiedler See. Ach, heute Morgen noch am Wolfgangsee und schwuppdiwupp, morgen ist Nachmittag, sind wir am Neusiedler See. Ich würde ja mal vorne rausfilmen, aber da sind Fliegenkacke. Oder Fliegenkacke, das sind Fliegen. Wir fahren jetzt übrigens nach Podersdorf und gucken uns da den Campingplatz an. Mal gucken, wie das wird. Das ist bestimmt dann da, wo der Kurs ist. So lustige Sträßchen sind das hier mit ganz vielen Büschen. Da hinten ist Darstil. Darstil. Der Campingplatz von Podersdorf. Ja. Yippie. Einfahrt, Anmeldung. Stimmt uns hier, ne? Oh, das ist der schöne Campingplatz. Der ist wirklich riesig. Wasser. Da sind die Toilettenhäuschen. Und hier gibt es verschiedene Plätze mit und ohne Wasser. Ne? Wir nehmen einen mit Wasser natürlich. Weil? Müllentsorgung. Weil? Wir den brauchen. Wir brauchen Wasser. Ja. Ja, genau. Da rechts rein wollen wir, ne? Nee, noch ein. Was? Hatschi. Jetzt kannst du ja nicht so ein Video anfangen. So, Podersdorf. 28 Grad am 8. April. Das ist unfassbar. Das sind die Häuschen hier. Ja. Und voll Wind. Aufgeregt wegen morgen? Bin gespannt, wie kalt das Wasser ist. Ja, ja, ich auch. Aber gut, dass der warme Anzug da ist. Ja, das war doch nicht so schlecht. 13 Grad. Also 13 Grad hat das Wasser. Das ist, ja, dann nur mal als frisch bezeichnen. Ich werde ausgelacht. Warum werde ich ausgelacht? Sehe ich gut aus? Naja, bei dem Wind hier muss man irgendwie sehen, wie man klarkommt. Fernglas hätten wir mal mitnehmen sollen. Das ist schon ein bisschen wie am Meer hier. Ja. Deine letzten Worte vor dem Kurs. Mach mir keine Schande. Ich? Warum ich lächle? Ja, hoffentlich nicht. Ja, ich würde mir jetzt mal angucken, was hier so vonstatten geht. Der Abdeckung kleine Gnomen. Die Strandbäder sind hier wirklich endlos. Das ist wirklich schön. Und du kriegst dann, wenn du irgendwie auf dem Campingplatz oder in der Pension bist, eine Karte und dann kannst du in jedes Strandbad am ganzen See umsonst rein. Das ist wirklich ja, so weitläufig. Also das kann niemals überlaufen sein eigentlich. Richtig schön. Das Wasser ist halt leider nicht schön. Das ist so eine Schlammbrühe, aber das, ja, mal das weiß, geht man halt mal rein und kann ja danach duschen und dann ist es trotzdem richtig cool. Aber es ist echt so richtig Feeling wie am Meer.
Wir haben die Bienenfresser nicht gefunden. Missglückter Auftrag, würde ich sagen, Madame. Extra nach Gules gefahren. 8 Kilometer. Und dann war es nichts. Abends um 4:30. Scheiße. Mhm. Wir könnten jetzt schon im Wohnmobil sitzen und Chips essen. Anstatt nachher durch die Mückenschwärme zu rennen. Wir sind gerüstet. Wir haben Sonnencreme in der Fresse. Ja, Windschutz. Regenjacken. Frühstück nehmen wir mit. Das gibt's hier on the go. Einen kleinen Haferriegel und eine Banane. Was sonst, ne? Mhm. Und eigentlich könnten wir dann jetzt wieder raus in Schind. Hingegen hab ich nicht so eine feste, warme Mütze. Da müssen wir wohl zum Surfladen und eine kaufen. Mhm. Würde ich mal sagen. Mhm. Weil, ich meine, wie sollen wir uns sonst die Zeit vertreiben? Kiten kann ich ja heute nicht. Mhm. Du hast ja eh Angst. Ja. Oh, heute ist ein bisschen windiger als gestern, oder? Ja, 8 Windstärken. 8 Windstärken, krass. Ja, gestern war es noch 28 Grad oder so, ne? Ja, jetzt sind es 11. Also ein guter Temperatursturz. Jetzt gehen wir mal vor ans Wasser. Oh ja. Ein paar Verrückte, die fahren da jetzt. Oh, also man kann es ja gar nicht so richtig festhalten. Wahrscheinlich aber sehr, 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 sehr windig. Unglaublich windig, oder? Aha. Kann kaum einatmen. Mütze und Tuch. Ja, mir fliegt dann die Mütze weg, genau. So, jetzt sind wir mal am Wasser. Heute Sturm. Aber es ist so krass. Ich glaub mal gar nicht. Vielleicht hört man es ja. Na, wie ist der Wind? Sehr windig. Sehr, sehr, gell? Küche stehe und schufte bei Sturmböen von 75 km/h, macht der Peter das hier. Da, ganz gemütlich im Bettchen und die Klatschzeitschriften. Doch. Ich sollte. Und ich musste in der Zeit Salat und Reispfanne fabrizieren. Das ist das Buffet. Zur Abwechslung. Aber Hauptsache Gemüse, gell? So, ich will jetzt bitte essen. Kommst du bitte ins Wohnzimmer jetzt? Ja.